Hallo, herzlich willkommen zu meinem kurzen Input zu dialogischem Lernen und Digitalität. Ich bin Philipp Wampfer, ich bin Deutschlehrer und Deutschdidaktiker aus Zürich und werde jetzt wie folgt vorgehen. Ich werde ganz kurz umreißen, was ich unter dialogischem Lernen verstehe, was man darunter versteht, dann mein Verständnis von digitaler Didaktik und Digitalität erläutern, um dann so ein doppeltes Argument Ihnen vorzulegen. Das Argument funktioniert so: Ich werde sagen, dass dialogisches Lernen eine vorzügliche Methode ist, um in einem Kontext der Digitalität Unterricht zu machen, um zeitgemäßen Unterricht zu gestalten. Und andererseits ist Digitalität und sind digitale Medien, digitale Kommunikation etwas, was die Methode des dialogischen Lernens verbessern kann, was sie unterstützen kann. Und zum Schluss werde ich Ihnen ein paar Beispiele und auch einen Auftrag noch mitgeben. Dialogisches Lernen wurde von Urs Ruf und Peter Galin konzipiert. Sie haben in vielen Büchern und Aufsätzen darüber geschrieben, und wenn man im Netz dem etwas nachgeht, dann findet man auch ganz stufenspezifische Aufsätze. Also man kann sich gut informieren, wie funktioniert dialogisches Lernen in der Grundschule, wie funktioniert es am Gymnasium. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und es sind nicht unterschiedliche Ansätze, aber unterschiedliche Vertiefungsangebote, die ich jetzt in diesem Input nicht alle detailliert behandeln werde, sondern ich werde so die Idee eigentlich vorstellen. Und die Idee, das kann man sagen, ist eigentlich die Idee von Didaktik an sich. Es gibt ein Ich. Ich mache das jetzt der Einfachheit halber mal, sage ich, das Ich ist die Lehrkraft. Das könnte aber auch die lernende Person sein. Aber jetzt gehen wir mal davon aus. Und das Du ist eine Schülerin, ein Schüler. Und ich als Lehrer führe jetzt Unterricht wie ein Dialog. Das ist im Rahmen der agilen Didaktik, wird das auch immer gesagt, das Modell für Unterricht ist: Stellen Sie sich vor, Sie würden Menschen zu sich nach Hause einladen, mit ihnen Kaffee und Kuchen zu sich nehmen, und dann würden Sie ein Gespräch führen, ein Kaffeegespräch. Und so ein Gespräch sollte guter Unterricht sein. Und alles, was Sie bei diesem Gespräch nicht machen würden, das würden Sie wahrscheinlich, sollten Sie wahrscheinlich auch im Unterricht nicht machen. Das ist so eine Leitidee, die man sich immer wieder in den ja, ein bisschen hervorholen kann und sich daran prüfen kann. Weil man tatsächlich, wenn man sowas wie schulmeisterlich oder lehrerhaft auftritt, dann tut man meistens Dinge, die man bei Kaffee und Kuchen nicht tun würde. Aus dieses Ich und Du führen jetzt einen Dialog, ein Gespräch, und dieses Gespräch ist aber eingebettet in ein Wir. Also ein Wir ist eine Lerngruppe, da ist mehr einfach nur als das Ich und Du. Das Wir meint nicht nur die beiden, sondern das meint alle anderen Lernenden, die auch da sind. Also das Ich der Lehrerin, des Lehrers führt ja die Gespräche mit ganz vielen Schülerinnen und Schülern, und das ist in dieses Wir jetzt eingebettet. Das dialogische Lernen hat nun eine ganz bestimmte Vorstellung. Also gesagt wird zunächst dieses Ich, Du, Wir. Die sollten sich vertrauensvoll und neugierig begegnen. Also dieses Ich sollte sich dafür interessieren, wie dieses Du die Welt und die Themen, um die es in einem Unterricht geht, wahrnimmt. Und das, sagen wir, traditionelle Unterrichtsmethoden, sowas wie ein Fragen der Arbeit, entwickelnder Unterricht oder ein Lehrvortrag, dass die Methoden halt dieses Du gar nicht wertschätzen und wahrnehmen, sondern diesem Du eigentlich einfach etwas mitgeben, was es nicht groß hinterfragen soll, was nicht davon ausgeht, dass das Du vielleicht eine andere Perspektive hat als dieses Ich. Und das wird dann als sehr problematisch angesehen. Deshalb hat das dialogische Lernen dieses Modell eigentlich vorgeschlagen. Wo man jetzt einsteigt, spielt grundsätzlich keine Rolle, aber ich beginne mal oben. Also ich als Lehrer führe vielleicht ein Thema ein in meinem Unterricht und ich gebe einen Auftrag. Also ich will jetzt mit einer Klasse Reime genauer anschauen in den nächsten Wochen. Das ist wirklich so. Jetzt ist dieser erste Auftrag, also wir haben uns angeschaut, was Menschen sagen, was ist der beste Reim, den sie kennen. Und jetzt ist der erste Auftrag, die Schülerinnen und Schüler sollen aus ihrer Sicht sagen, was ist für sie ein wirklich guter Reim. Beispiel, und sie sollen auch sagen, was ist ein schlechter Reim. Und das sollen sie begründen. Also nicht nur, das ist ein Haus, Maus ist ein guter Reim, sondern auch sagen, Haus, Maus ist ein guter Reim, weil
Das war der erste Reim, bei dem mir bewusst geworden ist, dass es ein Reim ist. Jetzt, was auch immer die Gründe sind, warum man das dann so angibt, das wird dann von mir gesammelt. Also ich gebe vielleicht Feedback drauf. Das Feedback kann sein, ich verstehe sehr gut, dass es wichtig ist, welchen Reim man zuerst wahrgenommen hat. Danke für diese Einsicht. Und ich sammle das dann vielleicht und habe dann die Kernidee, die da rauskommen könnte. Vielleicht formuliert die auch eine Schülerin oder ein Schüler, ist, Reime sind ganz stark mit Kindheitserinnerungen verbunden. Kinder brauchen Reime bei der Sprachentwicklung und vielleicht ist Haus Maus, deshalb wird das als ein guter Reim angeschaut, weil das mit der Kindheit verbunden ist. Es kann auch andere Kernideen geben, die sagen vielleicht Haus Maus ist gar kein guter Reim, weil der ist so abgenutzt, das ist irgendwie, den gibt es schon so oft, dass ein guter Reim ist originell, der benutzt Sprache auf eine Art und Weise, wie wir sie noch nicht gesehen haben. Und dann hätten wir Kernideen, aus denen dann ein weiterer Auftrag entstehen könnte, nämlich ich gebe vielleicht der Klasse ein Gedicht mit und sage, ja, jetzt schauen Sie mal, Ihre Kriterien für gute Reime, passen die hier, passen die nicht, verfeinern Sie die und finden Sie bessere Argumente, warum Reime gute Reime oder schlechte Reime sind. Und dann kommen die Bearbeitungen zum Gedicht wieder zurück und da gibt es weitere Kernideen und ich formuliere einen weiteren Auftrag. Also ich führe ein Gespräch mit einzelnen Schülerinnen und Schülern und das Gespräch, das sehen Sie jetzt hier, findet über Lernprodukt von den Schülerinnen und Schülern und Feedback von mir statt. Und in der Klasse wird dann eigentlich für dieses Wir entsteht dann eine Kernidee, wo man wie sagen kann, das ist jetzt aus diesen Lernprodukten raus, gibt es Einsichten, die jetzt dazu dienen, dass die Erkenntnisse der ganzen Klasse fortzuführen. Was wichtig ist, ist die Vertauschung von Auftrag und Kernidee. Also es ist in einem anderen Sinne flipped, als das Flipped Learning häufig meint, nämlich die Instruktion wird von mir gar nicht angeboten oder gegeben. Also ich erkläre nicht, was ist ein guter Reim, sondern ich lasse die Schülerinnen und Schüler entdecken, was für sie ein guter Reim ist. Und die Kernideen sind dann eigentlich das, was ich bei einem instruktiven Unterricht erklären würde, wo ich sagen würde, so funktioniert es, sondern ich lasse mir eigentlich von der Klasse erklären, wie es für sie funktioniert, von den einzelnen Lernenden. Das ist dialogisches Lernen. Und die Kernidee sichert dann eigentlich, dass alle mitbekommen, wie es alle anderen mitbekommen haben. Vielleicht, um es noch an einem Kennzeichen festzumachen, beim dialogischen Lernen verwendet man häufig Ad-hoc-Begriffe der Schülerinnen und Schüler. Also sagen wir, Sie schauen sich Präpositionen an und dann merken Sie, es gibt kausale Präpositionen und es gibt temporale. Jetzt kann ich das unter modale und lokale. Und ich könnte das jetzt so einführen und sagen, hey, das ist im wegen eines Unwetters konnten wir nicht wandern gehen. Dann würde ich sagen, wegen, das ist eine kausale Präposition. Jetzt finden aber die Schülerinnen und Schüler vielleicht selber dazu, dass sie sagen, die sind ganz unterschiedlich von der Bedeutung her. Wir sagen den einen Grundpräpositionen, weil die geben einen Grund an. Und jetzt können wir ganz gut damit weiterarbeiten und sagen, das sind Grundpräpositionen und irgendwann kann ich vielleicht sagen, ja, man sagt denen auch kausale Präpositionen, aber wir arbeiten mal mit den Einsichten, mit den Thesen, mit den Begriffen der Lernenden und nicht mit den Begriffen und Thesen und Konzepten der Lehrenden. Das wäre so, was beim dialogischen Lernen auch passiert. Jetzt wechsle ich kurz das Thema. Ich komme dann gleich wieder darauf zurück und spreche über Digitalität. Ich habe kürzlich eine Definition von digitaler Didaktik erarbeitet, was für mich digitale Didaktik ist. Und wenn Sie jetzt das sehen, also wir schaffen eine Umgebung, da ist klar, diese Umgebung ist für mich eine dialogische Umgebung. Das ist ganz wichtig. Und was ist jetzt das Ziel dieser Umgebung? Dass Kompetenzen für eine Kultur der Digitalität erworben werden. Also Kompetenzen wäre zum Beispiel, ich sehe ein Phänomen und ich bringe es mit einem Begriff auf den Punkt. Das sind Grundpräpositionen. Wenn das ein Schülerin oder ein Schüler kann, dann kennen sie vielleicht den Fachbegriff nicht, aber sie können ein Phänomen, das für sie neuartig ist, so beschreiben, dass sie das ganz kompakt weitergeben können. Und das ist deshalb wichtig, weil wir in einer Kultur der Digitalität mit Dingen konfrontiert sind, die wir so noch gar nicht benennen können. Wir sehen immer wieder Phänomene und Aspekte in der Welt, die es so noch nie gegeben hat und für die wir Begriffe brauchen, die jetzt nicht in einem Lehrbuch stehen. Und diese
Dynamik, die es in der Kultur gibt, die einzufangen, dafür braucht es andere Kompetenzen. Ich habe ein paar Stichworte dazu jetzt notiert, was mit Kultur der Digitalität gemeint ist. Ich führe mit Dejan Mihajlovic führe ich eine Gesprächsreihe, wo wir Expertinnen einladen, die mit uns über Kultur der Digitalität sprechen. Diese Gesprächsreihe heißt Gedankenschacht. Das finden Sie im Netz als Podcast oder als YouTube-Serie, wenn Sie sich das anschauen möchten. Ich kann jetzt hier nicht umreißen, was in all diesen Gesprächen alles vorkommt oder das zusammenfassen, sondern ich bringe ein paar Stichworte, was Kultur der Digitalität auszeichnet. Es ist Zusammenarbeit auf ganz verschiedenen Ebenen. Das hängt auch mit Beziehungspflege zusammen und eine Beziehungspflege, die ganz bewusst mehrere Perspektiven einbindet, die nicht versucht zu glätten, sondern die Diversität als eine Ressource anschaut. Automatisierung gehört dazu, also dass Maschinen gewisse Dinge für uns erledigen können, dass wir mit den Maschinen zusammen, also dass wir die klug einsetzen, nicht uns den Maschinen unterwerfen oder die Maschinen zu einem Stressfaktor werden lassen, sondern die Dinge halt automatisieren, die bei denen es sinnvoll ist, sie zu automatisieren. Das bedeutet, dass wir digitale Medien natürlich nutzen und oft Dinge erproben müssen, statt sie zu wissen, dass wir jetzt nicht, wenn wir mit digitalen Artefakten hantieren, dass wir mal irgendwo drücken und schauen, was passiert, oder wir publizieren mal was und schauen, wie es aufgenommen wird. Das ist ein ganz anderes Mindset. Und dass wir auch Bezüge herstellen können. Und wenn Sie jetzt das zusammendenken mit dem dialogischen Lernen, was ich jetzt gerne auch tun möchte, dann sehen Sie, dass beispielsweise dieses Erproben, dass das ganz stark mit diesem Auftrag- und Lernprodukt zu tun hat. Also wenn ich Ihnen sage, was ist für Sie ein guter Reim, dann müssen Sie erproben. Dann sagen Sie Haus, Maus oder klein, fein. Ist das für mich ein guter Reim? Und dann gehen Sie vielleicht zu anderen Menschen und sagen, jetzt dieser Wampfler hat gesagt, ich soll herausfinden, was ist für mich ein guter Reim. Was ist für dich ein guter Reim? Wie machst du das? Oder was kenne ich überhaupt, was ich reime? Das mal nachzuschlagen. Und dann erproben Sie und kommen dann so zu einer Erkenntnis. Ich sage nicht, es gibt Regeln für gute Reime, die sind so, so und so und jetzt wenden Sie das an, sondern ich lasse Sie zuerst erproben. Ohne das Erproben geht's nicht, können Sie den Auftrag nicht bearbeiten. Und das hängt dann ganz stark auch jetzt wieder mit dieser Kultur der Digitalität zusammen. Was auch zusammenhängt, ist, dadurch, dass ich von allen Lernenden ein Lernprodukt habe, also dieses Lernprodukt bei Ruf Galin, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, das ist so was wie ein Lernjournal, Sie sagen dem auch ein Reisetagebuch, also ich schreibe eigentlich auf, wie mein Lernen abläuft. Ich erkläre, wichtig ist immer zu erklären, wie man auf etwas kommt, warum man es so sieht, wie man es sieht. Das ist bei Peter Galin, der Mathematikdidaktiker war, war das zunächst ja vielleicht fast störend, dass man plötzlich Mathematik über Sprache abgewickelt hat. Also man musste Erklärungen geben, nicht einfach Resultate ausrechnen. Was aber erst dann ermöglicht, dass man Perspektiven hat auf mathematische Probleme. Also wie gehst du vor? Wie gehe ich vor? Und man sieht dann bei diesen Lernprodukten in dieser Klasse gibt es ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven auf ganz, ganz unterschiedliche Phänomene. Und diese Perspektiven sind nicht, die müssen nicht geglättet werden. Also ich muss am Schluss nicht sagen, ah ja, der Marc, der hat es wirklich verstanden, macht es alles so wie er, sondern ich sage, der Marc hat es so verstanden, die Janine hat es anders verstanden, die hat es nämlich so verstanden. Jetzt schaut mal, was ist der Vorteil, wenn man es so macht, wie es Janine gemacht hat, was ist der Vorteil, wenn man es so macht, wie es der Marc gemacht hat. Das sind Perspektiven, die sich so dann auch bereichern können. Dieser Zusammenhang, wenn man das jetzt stärker vom dialogischen Modell her denkt, dann überlegt man sich natürlich, ja, wir haben ja jetzt irgendwie digitale Geräte, wir haben E-Mail-Adressen, wir haben vielleicht Messenger, wir haben Lernplattformen, also ganz viele digitale Dinge, die ja an Schulen zur Verfügung stehen, die erkämpft werden mussten und weiterhin erkämpft werden müssen. Jetzt, wie bringen wir das zusammen mit dialogischem Lernen? Und das möchte ich noch ein bisschen weiter ausführen. Also ich denke, ich habe jetzt gezeigt, dass das dialogische ein Weg ist, um diese Kompetenzen, die es in einer Kultur der Digitalität braucht, zu fördern. Ich möchte jetzt stärker noch zeigen, wie kann man in einem Kontext des digitalen Lernens dieses
Modell des dialogischen Lernens gut umsetzen. Zunächst möchte ich zwei Lernphasen unterscheiden. Also es gibt Präsenzlernphasen in einer Gruppe und dann gibt es eher individuelle Phasen des Netzlernens. Jetzt Präsenz und Netzlernen sind sehr lose gefasst. Also dieses Präsenzlernen der Gruppe kann natürlich auch im Netz stattfinden. Das könnte beispielsweise eine Videokonferenz sein, wo man sich gemeinsam unterhält. Präsenz heißt einfach, es ist so etwas wie ein synchrones Lernsetting. Alle sind gemeinsam da, können miteinander sprechen, ob jetzt im Netz oder in einem Klassenzimmer, das spielt keine Rolle. Und das Gelbe bedeutet, da ist man jetzt eher für sich, natürlich nur in der Tendenz, ich kann da immer wieder andere beiziehen. Man arbeitet eher asynchron und das findet dann grundsätzlich im Netz statt, klassischerweise. Also das ist jetzt sehr stark von einem traditionellen Unterricht ausgedacht. Das Rote wären dann die Stunden, die in der Schule gelernt werden. Das Gelbe wären die Zeiten, die nicht in der Schule gelernt werden. Also Sie sehen diese Gegensätze, da müsste man ganz viele Adjektive noch dazu schreiben, um das genau zu beschreiben, wie es gemeint ist. Also synchron, asynchron, vor Ort, irgendwo, gemeinsam, alleine. Und so weiter. Und das und so funktioniert jetzt Lernen, sagen wir, in einer Kultur der Digitalität. Dass diese beiden Phasen zusammengebracht werden müssen, dass die auch zusammen gedacht werden. Und wenn man jetzt konkret an das Modell der digitalen Didaktik, wie ich es hier aufgezeichnet habe, rechts unten denkt, dann sieht das wie folgt aus. Also ich habe zunächst mal in einer Präsenzphase entsteht ein Auftrag. Ich möchte vielleicht den Auftrag einführen, also ich möchte kurz sagen, wie ich jetzt zu Reimen gekommen bin, weshalb das jetzt unser nächstes Thema ist. Vielleicht hören wir uns einen Song an, in dem Reime sind Schweine beispielsweise, habe ich jetzt mit einer Klasse angehört. Und dann kommt daraus, also ich kontextualisiere diesen Auftrag. Den schneid's nicht irgendwie vom Himmel, sondern ich als Mensch erkläre einer Gruppe von lernenden Menschen, weshalb wir jetzt dazu kommen, diesen Auftrag zu bearbeiten. Dann entsteht in der individuellen Lernphase, im Netzlernen, entsteht ein Lernprodukt, das sehen Sie ganz oben. Und auf dieses Produkt gebe ich dann wieder Feedback. Mit diesem Feedback bereite ich die nächste Präsenzlernphase vor. Jetzt, das ist ein Knackpunkt beim dialogischen Lernen, das muss man ganz offen sagen. Dialogisches Lernen ist sehr feedbackintensiv. Also ich habe ganz viele Lernprodukte von Schülerinnen, die in recht kurzen Zeiten Feedback brauchen. Und da braucht es Techniken, um dieses Feedback effizient abzugeben. Und jetzt hier kommt wieder das Dialogische oder das Digitale ins Spiel, die Digitalität. Ich kann Ihnen zwei Möglichkeiten sagen, wie digitales Feedback stattfindet jetzt bei mir. Das eine ist in einem Lernmanagementsystem. Ich nutze jetzt an meiner Schule Teams. Da geben die Schülerinnen und Schüler diese Aufträge, die Lernprodukte direkt auf der Plattform ab. Ich kann die recht effizient durchgehen und ich kann auch so bestimmte Reaktionsmuster hinterlegen, zum Beispiel Kriterien. Und ich kann dann sagen, das hast du überlegt, das noch ein bisschen genauer, oder das ist ein sehr schöner Gedanke, nämlich das nehme ich davon mit und das schreibe ich dann kurz hin. Also ich kann das durchklicken und ich kann jetzt bei einer Klasse, wenn sie einen kleinen Auftrag hat, kann ich das so in 30, 40 Minuten, kann ich allen ein kurzes Feedback zukommen lassen. Das braucht aber Routine und eine gewisse Sicherheit mit dieser digitalen Plattform. Das ist so die Voraussetzung. Das zweite ist Audio- und Video-Feedback. Also ich nehme eine Sprachnachricht oder ein kurzes Video auf, um ein Feedback zu geben. Auch das geht für mich sehr, sehr schnell, weil ich so ein Setup habe, wo ich das mache. Und wenn ich solche Verfahren kenne, dann geht das natürlich so, dass ich dann die nächste Präsenzlernphase aufgrund dessen vorbereite, was die Schülerinnen und Schüler zu Hause gemacht haben. Also ich mache nicht eine Lektionenreihe oder eine Planung, wo ich sage, okay, in der zweiten Stunde passiert das, weil ich weiß ja gar noch nicht, was die Schülerinnen und Schüler damit gemacht haben, was in der ersten Lektion oder in der ersten Stunde geschehen ist.
Und da zeigt sich natürlich so ein bisschen das Sprengpotenzial des dialogischen Lernens. Also wenn im Referendariat oder im Seminar gefragt wird, ja, macht mal eine Lektionenreihe zu einem bestimmten Thema und man will dialogisch arbeiten, dann muss man sagen, es geht nicht, weil ich arbeite dialogisch. Ich kann sagen, was der erste Auftrag ist, aber alles, was folgt, hängt davon ab, was bei den Schülerinnen und Schülern passiert ist. Wenn die jetzt, sagen wir, ganz andere Reime als ich als gute Reime bezeichnen und ganz andere Kriterien haben, dann muss ich mit ihnen auf diese Reise gehen und mich darauf einlassen. Also was ich nicht sagen kann, ist, in der zweiten Stunde zeige ich ihnen dann, was ein wirklich guter Reim ist und wir schauen uns dann ein tolles Gedicht an von Ringelnatz, wo diese Reime vorkommen. Wenn ich die Stunde so geplant habe, dann mache ich das völlig kaputt, weil dann spielt das Lernprodukt der Klasse gar keine Rolle mehr, weil der Lehrer weiß ja ohnehin, was ein guter Reim ist. Sie müssen es mir ja gar nicht erklären, weil mich interessiert es ja gar nicht. Ich habe es ja schon geplant. Also so darf es nicht sein. Diese Offenheit ist ganz, ganz wichtig. In dieser zweiten Präsenzphase entsteht dann sowas wie die Kernidee, die wird vielleicht nochmal herausgearbeitet und aus dieser Kernidee entsteht dann der nächste Auftrag. Also diese Kernidee ist natürlich dann auch mit einer Übungsphase, einer Sicherungsphase verbunden, dass man sagen kann, ja, wir verstehen jetzt alle, weshalb Fein Klein ein toller Reim ist und das wenden wir jetzt vielleicht nochmal an. Wir ordnen Reime, ich stelle vielleicht eine Sammlung zusammen aus allen Reimen, die die Klasse mir gegeben hat und daraus entsteht dann nächster Auftrag. Jetzt habe ich noch ein paar Beispiele zum Schluss. Was bei Ruf Galin vorkommt, ist zum Beispiel Entdeckung von kleinstes gemeinsames Vielfaches und größte gemeinsamer Teile. Also nehmen wir mal 6 und 8. 6 und 8 haben als größten gemeinsamen Teile 2 und als kleinstes gemeinsames Vielfaches, überlegen Sie mal kurz, 24 würde ich sagen. Jetzt, wie berechnet man das? Dafür gibt es bestimmte Regeln, es gibt Verfahren, die man einführen kann. Was jetzt Galin macht, ist, er erstellt ein Problem. Bevor er die Begriffe einführt, gibt es ein Problem, zu dessen Bearbeitung man diese Konzepte kennen sollte oder bei dessen Bearbeitung man diese Konzepte kennenlernt. Und zwar das Problem, was Galin gestellt hat, ist beim Fahrrad die Gänge. In welcher Reihenfolge müssen die geordnet werden? Wie schwer ist es, auf so einem Gang ein Rad zu treten? Das ist nicht ganz unkompliziert, aber für Schülerinnen und Schüler, sagen wir so in der 5., 6. Klasse, ist das ein Problem, das sie sofort zu solchen Überlegungen KGV-GGT führt. Und das entdecken zu lassen, führt dazu, wahrscheinlich hätten sie jetzt, wenn sie nicht Mathematik unterrichten und das Thema kennen, hätten sie nicht mehr gewusst, was kleinstes gemeinsames Vielfaches und größte gemeinsamer Teile ist, aber wenn Sie es entdeckt hätten, dann wäre wahrscheinlich Ihnen geblieben, wie haben Sie das damals gemacht, als Sie bei diesem Fahrrad die Gänge in die richtige Reihenfolge bringen mussten. Ich kann was aus dem bildnerischen Gestalten nehmen, wie zeichnet man ein Manga-Gesicht? Also der Auftrag ist dann einfach, wir wollen jetzt Manga-Figuren zeichnen, zeichnet mal ein gutes Manga-Gesicht und schreibt kurz auf, worauf ihr geachtet habt oder wie ihr das gemacht habt. Und dann wird man merken, okay, das Netzlernen, das ist echt, weil auch Kinder das können, also Kinder können in so in der ersten, zweiten Klasse schon so ein Manga-Gesicht zeichnen. Die werden natürlich YouTube-Videos anschauen, die werden mit den Eltern im Netz surfen, wenn sie das machen. Also es wird sofort eine soziale Bearbeitung geben, es werden Ressourcen beigezogen und sie werden Dinge lernen, die viel diverser und auch wirksamer sind, als wenn sie das in der Stunde gelernt hätten mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, so zeichnet man ein Manga-Gesicht. Und hier braucht es natürlich Vertrauen, weil was passieren wird, es wird Schülerinnen und Schüler geben, die nicht wirklich verstehen, was ein Manga-Gesicht ist, die es vielleicht auch nicht können, die keine Hilfe bekommen und mit denen dann, also man sagt sehr schnell bei formpädagogischen Vorschlägen oder bei digitaler Didaktik, sagt man schnell, ja, das geht für die guten Schülerinnen, aber für die, die nicht so gute Umstände zu Hause haben oder die nicht so leicht lernen können, für die ist es schwierig. Und dialogisches Lernen bedeutet natürlich auch, sie dann ernst zu nehmen, ihnen zu zeigen, wie gehe ich mit dem Auftrag um, den ich vielleicht nicht ganz verstehe, wie gehe ich mit dem Auftrag um, der für mich zu schwierig ist, bei dem ich Hilfe bräuchte, wie kann ich das machen und wie kann ich auch, wenn ich zeige, wo ich nicht weiterkomme, vielleicht gute Bewertungen bekommen oder ein nettes Feedback bekommen. Und das ist ganz, ganz wichtig beim dialogischen Lernen. Es geht nicht darum, wer kann das Problem am besten lösen, sondern wie gut kann ich zeigen,
was ich mir gedacht habe, wie ich das Problem bearbeitet habe. Paar weitere Beispiele. Was ist eine spannende Geschichte? Auch das eignet sich. Das ist ein klassisches Beispiel von Urs Ruf, zu dem er viel publiziert hat. Also ich erforsche eigentlich mit einer Klasse, was Spannung ist, indem sie eigene Geschichten schreiben, Geschichten analysieren, Geschichten über Geschichten nachdenken, was die Spannung ausmacht. Sie werden so ganz viel über Erzählungen und Erzählverfahren lernen, ohne dass ich das irgendwie vorführen muss, ohne dass es vielleicht sogar eine gemeinsame Geschichte braucht. Tier im Wald ist ein Thema, wo man denken könnte, ja, das ist jetzt komplett nicht digital. Also die Kinder gehen in den Wald, sie schauen sich an, welche Tiere gibt es dort, von welchen Tieren finden sie Spuren. Aber sie werden dann schnell vielleicht auch, wenn sie die Vögel hören, werden sie Bestimmungs-Apps hinzuziehen und sich anhören, wie klingen die Vögel, wie merke ich, was ist es für ein Vogel. Also das ist diese Verstärkerthese, die Jörn Jus Mehrholz mal formuliert hat. Er sagt, in den Wald gehen und sich Tiere anschauen, wird besser, wenn man das mit digitaler Kompetenz macht. Und das könnte hier auch, also welche Tiere gibt es bei uns im Wald, das ist etwas, was dialogisch total gut funktioniert und wo man dann mit digitalen Medien das auch zusammentragen kann, wo man in die Tiefe gehen kann, auch sehen kann, welche Tiere haben wir jetzt nicht gefunden, obwohl die da sein müssten. Ein letztes Beispiel ist diese US-Wahl, die jetzt gerade aktuell ist. Also was wissen wir darüber? Woher wissen wir es? Wie funktioniert das amerikanische Wahlsystem? Sie merken, wenn ich da alle Perspektiven aus einer Klasse zusammennehme, dann habe ich so wie ein kleines Wissenskollektiv, das mit Aufträgen dann dieses Wissen auch wirklich von diesem Ich und Du zu diesem Wir bringt. Und es nicht mehr, es ist dieses Ich der Lehrkraft, das diesem Wir was beibringt, sondern es ist dass ich der Lehrkraft, dass die Du's der Lernenden dazu bringt, ihre Ressourcen, ihre Perspektiven, ihr Wissen einzubringen. Und dann gibt es Schülerinnen und Schüler, die haben schon mal in den USA gelebt oder die haben eine Tante, die sich ganz gut mit Politik auskennt und die können ihre Ideen und ihre Konzepte in den Unterricht einfließen lassen, was ein riesiger Schatz ist. Der Auftrag ist naheliegend, den ich Ihnen zum Schluss geben möchte. Entwickeln Sie eine dialogische Lerninhalt und überlegen Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten, wie kann Digitalität eingesetzt werden. Also, was ich jetzt gesagt habe in Bezug auf Feedback, in Bezug auf Lernprodukte, in Bezug auf die Kommunikation während der Bearbeitung, gibt es eine Fülle an Möglichkeiten, wie Digitalität dialogisches Lernen stärken kann und umgekehrt auch, wie dialogisches Lernen zeigen kann, was der Sinn von digitalen Arbeitsverfahren, von einem Lernen in der Kultur der Digitalität sein kann. Und das einzusetzen, das wäre so der Auftrag. Mich würde sehr interessieren, wenn Sie mir das zeigen könnten. Und ich bin sicher, dass im Rahmen dieses Workshops es auch Gelegenheit gibt, sich darüber zu unterhalten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sie finden mich und meine Projekte unter meiner URL und ich bin natürlich auch auf sozialen Netzwerken zu finden, wo Sie mich gerne auch fragen oder mir Ihre Konzepte vorstellen dürfen, wenn Sie das möchten. Danke sehr und bis bald einmal in präsentischer Form.